Strike. Hallo und herzlich willkommen zu Strike, dem Zentralorgan für Backenballett und Stand-Up-Fighting. Ausgabe 14, Ende des Monats Mai, der bislang mit cooleren Temperaturen aufwartete, als das eigentlich so üblich war. Cool ist aber auch das Programm, was wir in dieser Woche für euch zusammengestellt haben. Wir schauen beim Striker der Woche auf Glory-Kämpfer Arjan Sadikovic. Im Marschbefehl gönnen wir uns mit Tobi Gerold den zweiten Teil der Prediction zu Glory 78. Und mit Danny Knoch schauen wir bei King of Kings auf die Neuigkeiten aus der Promotion aus Litauen. Das also unser unwiderstehliches Angebot für die nächsten 30 Minuten. Chipstüte auf, Getränk geschnappt, zurückgelehnt und Spaß gehabt. Strike. Wie in der Inhaltsangabe gerade schon avisiert, reden wir heute auch über Glory 78. Und in der Champions League des Kickboxens tummelt sich auch der ein oder andere deutsche Kämpfer. Zeit für uns natürlich im Striker der Woche, einen dieser Glory-Veteranen ein bisschen näher zu beleuchten. Unser Striker der Woche, Arjan Sadikovic. Strike. Game over heißt es dieses Mal beim Striker der Woche, denn dies ist der Kampfname von Arjan Sadikovic. Der gebürtige Bosnier, der in Kürze auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhält, zählt mit zum Besten, was derzeit im Bereich von 75 bis 80 Kilogramm zu haben ist. Arjan hat auf jeden Fall noch einige Fans hier mitgebracht. Jetzt mit zwei linken Haken zum Kopf durchgekommen und mit einer schönen Kombination. Jawohl. Seit 2010 aktiv und mit einer ordentlichen Amateurlaufbahn im Rücken steht er als Profi aktuell bei 21 Siegen in 24 Kämpfen und, wie angesprochen, beim Bronzenprimus Glory unter Vertrag. Dort konnte er nach einer umstrittenen Niederlage beim Debüt gegen Mike Lemaire mit einem Sieg im deutschen Duell gegen Dani Traoré in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Wirkung jetzt, oh, schönes linkes Knie, wieder rechter Haken, linker Körperhaken auf die Leber. Zuvor war Sadikovic unter anderem gegen Sergei Braun, Amina Kofanisyan und Sinan Ulutürk im Einsatz und konnte dabei vier seiner letzten fünf Kämpfe siegreich gestalten. Dabei scheint der 26-Jährige aus einer besonders kampfsportaffinen Familie zu kommen. Beide Brüder sind aktive Fighter. Dies erklärt vielleicht auch, warum der Fan von Zlatan Ibrahimovic keinen festen Trainer hat und nur in der Wettkampfvorbereitung auf die Dienste von Serdar Karaca zurückgreift. Der Eklem bekommt jetzt wirklich Probleme, geht nochmal zu Boden. Wer sich persönlich ein Bild machen möchte, Sadikovic ist nicht nur Kämpfer, sondern auch selbst Trainer in der Fight School Hannover. Beste Voraussetzung also für weitere erfolgreiche Auftritte auf allerhöchstem Niveau. Ganz klarer Sieger, Arjan Sadikovic aus Hannover. Wir hatten es in der letzten Woche ja bereits thematisiert und angedeutet. Wir freuen uns wie Kinder an Weihnachten auf Glory 78 am 17. Juli in Rotterdam. Wir wollen das vorher natürlich ein bisschen auch, nein, das machen wir nochmal in der Anmoderation. So ein blöder Verhaspler geht mir auf den Sack. Entweder lässt weiterlaufen. Willst du laufen lassen? Second Take. In 3. 2, 1. Wir hatten es in der letzten Woche ja bereits thematisiert. Glory 78 ist zurück und wir freuen uns wie Kinder an Weihnachten. Denn was dort auf der Fightcard steht, was dort insgesamt aufgefahren wird, das lässt dem Kampf Sportkenner das Wasser im Munde zusammenlaufen. Wir wollen natürlich auch in dieser Woche auf Teile der Fightcard gucken und das Ganze ein bisschen näher beleuchten. Und damit ist hier unser Marschbefehl. Strike. So, und es marschiert sich natürlich am besten in Gesellschaft. Deswegen begrüße ich im Rhein-Main-Gebiet Tobi Gerold. Tobi, hallo. Hallo Lars, viele Grüße nach München.
Vielen lieben Dank. Wir hatten es ja in der letzten Woche schon. Wir hatten uns Badrahari in seinem Duell gegen Wrocław angeguckt. Wir hatten Pereira gegen Vagitov 2 ein bisschen näher beleuchtet. Aber am 17. Juli im Ahoy gibt es ja noch ein bisschen mehr. Lass uns heute mal so ein bisschen reden über Wisse gegen Belgarui und Bestati gegen Gashi. Der Fachmann erkennt sofort, das sind zwei Titelkämpfe, einmal im Mittelgewicht und einmal im Leichtgewicht. Fangen wir doch bei den etwas schwereren Jungs an. Wisse gegen Belgarui. Wir hatten es in der letzten Woche kurz thematisiert. Pereira, der bisherige Champion, ist ins Light Heavyweight aufgestiegen. Der Titel ist vakant und nun sollen die Karten im Mittelgewicht neu gemischt werden. Gib uns da mal deine Einschätzung. Ja, also für mich, sage ich ganz ehrlich, wird Belgarui gegen Wisse wahrscheinlich einer, so ein heimlicher Showstealer. Da gibt es so ein, zwei auf der Karte, wo ich sage, die werden den gerade Badrahari noch ein Schnippchen schlagen. Für beide ist es nicht das erste Aufeinandertreffen. Die sind ja schon mal, haben schon gegeneinander gekämpft. Ich glaube, bei Glory 65 in Utrecht war das. Und jetzt kommt's. Wisse hat der Belgarui am Boden und hat den Kampf nach Punkten gewonnen. Ja, und mit diesem Sieg hatte Donovan Wisse schon mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Und das hat er ja auch im vergangenen Jahr im Interview bei uns im Rande von der EFC-Gala in Gießen auch gesagt. Ja, ich habe mich gewundert, warum ich eigentlich noch keine Titelchance bekommen habe. Mit mir hat noch niemand gesprochen. Jetzt hat er sie. Sie sind ja nicht mehr an ihm vorbeigekommen. Er ist die Nummer 1 der Rangliste. Belgarui die Nummer 2. Logisch, dass man die beiden aufeinandertreffen lässt. Und ich bin mal gespannt, weil Wisse ist eher so der Techniker, der bei der kleinsten Lücke zuschlägt. Und Belgarui, ich glaube, wer ihn kennt, der weiß, der will es dann auch schon manchmal mit der Brechstange machen. Er war aber schon mal Champ. Ja? Und also ich bin mal gespannt. Das ist, wird ein ganz, ganz hartes Ding. Und soll ich schon eine Prediction wagen? Na, warte, wir gucken erst vorher nochmal auf Belgarui. Denn, wie gesagt, Wisse, klar, du hast es gerade schon skizziert, im ersten Match siegreich gewesen, Nummer 1 der Rangliste, einer, der Ansprüche angemeldet hat und nun die Chance bekommt, zu zeigen, was in ihm steckt. Aber Belgarui, einer, ich habe ihn zuletzt gesehen bei den UAE Warriors, kleiner Ausflug ins MMA-Metier. Dort war er auch direkt erfolgreich. Kann man übrigens bei Fight24 nochmal reingucken, wer es sehen möchte. Das hat er in durchaus beeindruckender Manier für sich entscheiden können. Auch einer, der ja schon gegen den Deutschen im Einsatz war. Jakob Stüben bekam da eine ordentliche Tracht Prügel damals. Das ist doch einer, der alles mitbringt, um Champion zu sein, oder? Ja, gar keine Frage. Und er hatte ja auch damals bei Glory in Kopenhagen im Finale gegen Alex Pereira gewonnen. Es war, glaube ich, die letzte Niederlage, die Pereira damals eingefangen hatte. Ja, und wie gesagt, der stand die ganze Zeit auch immer weit oben, griff ins Titelgeschehen ein. Ja, aber hat dann auch immer wieder unglückliche Niederlagen gefangen, weil er auch teils dem Kampfstil geschuldet, teilweise zu offen war, nicht so richtig ganz bei der Sache, hatte ich so das Gefühl. Da war immer so eine kleine Lücke, haben die Gegner ausgenutzt, ja. Es ist, also wie gesagt, er geht dahin, wo es weh tut, auch ohne Rücksicht auf Verluste und auch wenn er da mal die Deckung zu tief lässt. Ja, ich hatte aber zuletzt das Gefühl, dass er vom Mindset her auf einem guten Weg ist, sich stetig verbessert. Kommen wir doch mal zu deiner Prediction. Was glaubst du denn, was wir am 17. Juli für einen Kampf erleben werden und wessen Hand wird am Ende in den Nachthimmel von Rotterdam gereckt? Also ich glaube nicht, dass es ein Kampf ist, der in der ersten oder zweiten Runde ausgeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Für Wisse wird es natürlich ein harter Prüfstein, weil es kann über 5 Runden gehen und er hat einen bockstarken Gegner vor sich, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass das Wisse mit seinen smarten Aktionen und seiner Intelligenz im Kampf das Duell für sich entscheiden wird. Und ich tippe auf den Punktsieg von Donovan Wisse. Ich mag beide persönlich sehr gerne, aber in dem Fall glaube ich, es wird ein Sieg nach Punkten für Wisse. Dann nehmen wir das mal zu den Akten. Du prognostizierst einen Punktsieg für Wisse. Lassen wir uns überraschen. Jetzt haben wir Pereira gegen Vagitov letzte Woche besprochen. Das ist Halbschwergewicht. Jetzt haben wir das Mittelgewicht geklärt. Das Weltergewicht überspringen wir einfach mal, da es derzeit dort eigentlich nichts Aufregendes zu berichten gibt, weil dort sind die Fronten einstweilen geklärt. Und kommen zum Leichtgewicht. Auch dort soll im Rahmen von Glory 78 ein neuer Champion gekürt werden. Erzähl uns mal ein bisschen was zu diesem Matchup.
Ja, das ist die Paarung zwischen Tijani Pestati und Elvis Gashi. Und hört sich vielleicht vermeintlich nach einer klaren Sache an. Ich denke, Pestati wird der klare Favorit sein. Aber der muss aufpassen, weil Gashi hat ordentlich Power in den Fäusten drin. Und das hat er auch schon mehrfach unter Beweis gestellt. Er hält auch zu Recht diese Titelchance in meinen Augen. Aber man muss auch sagen, danach, nach den beiden, wird es im Leichtgewicht schon relativ dünn werden. Ja. Aber man hat gesehen, Pestati hat eine starke Leistung gezeigt in der ersten, zweiten Runde gegen Gregorian in Düsseldorf bei Glory 69. Aber das reicht natürlich nicht. Da musst du 5 Runden wirklich Vollgas geben können, wenn du gegen einen wie Gregorian kämpfst. Er hat aber auch nach dem Kampf gesagt, da stand es ja dann natürlich auch schon mehr oder weniger fest, dass Gregorian die Promotion verlässt. Ich werde in der Zukunft der neue Champion sein. Und ja, der könnte auch recht haben. Ja, die Favoritenrolle, die dürfte Pestati nicht zu nehmen sein. Das kann er nicht wegdiskutieren. Aber Elvis Gashi kommt natürlich auch nicht wegen des guten Essens nach Rotterdam. Was wäre an dem Abend seine Chance, tatsächlich diesen Titelkampf für sich zu entscheiden? Seine Chance wäre es in den ersten beiden Runden, teilweise vielleicht noch in der dritten, wenn Pestati nicht aufpasst und er eine Lücke findet und ihn dann trifft. Weil das hat man auch schon bei Pestati gesehen, als er gegen Youssef Azouik gekämpft hat. Da war er nicht gleich von Anfang an auf der Höhe, hat den Dänen ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und ist dann glatt runtergegangen. Und wie gesagt, Gashi hat die Power, um auch einen Pestati runterzuschicken. Und da muss er von der ersten Runde hellwach sein. Ansonsten könnte es eine Überraschung geben. Ja, die berühmte Puncher's Chance halten wir also fest. Das wird ein interessantes Gefecht, wo die Rollen zwar klar verteilt sind, aber keiner chancenlos ins Rennen geht. Wer jetzt aber so ein bisschen in dieser Gewichtsklasse aufgepasst hat und ein bisschen im Thema ist, wird vielleicht sagen, naja, stopp mal, Pestati gegen Gashi ist ja schön und gut, aber da fehlt doch eigentlich einer im Leichtgewicht, der vielleicht am allerersten um diesen Titel hätte fighten können. Ja, ist richtig. Ich glaube, du sprichst auf Josh Jonesy an aus Kanada. Korrekt. Beziehungsweise englische Wurzeln noch. Ich blicke da nicht so ganz durch. Auf der einen Seite hat er über seine Social-Media-Kanäle auch verlauten lassen, ja, er sieht sich als Free Agent an, wird auf der anderen Seite aber noch im Ranking geführt. Also gehe ich fest davon aus, er wird noch einen Vertrag haben. Also kann es höchstens nur daran liegen, dass es vielleicht keine Möglichkeit gibt, aufgrund der Corona-Bedingungen, dass er von Kanada nach Amsterdam reisen kann. Das ist für mich eigentlich der einzigste Grund, weil sonst macht das Ganze eigentlich keinen Sinn. Und du müsstest eigentlich sagen, okay, du setzt Jonesy gegen Pestati an. Ja, aber das wäre natürlich ein möglicher Fight, wenn wir es sozusagen mal wirklich konsequent zu Ende denken. Der Gewinner dieses Titelfights jetzt, Pestati gegen Gashi, müsste dann ja eigentlich zwangsläufig dann in naher Zukunft auf Jonesy treffen, oder? Sehe ich absolut genauso wie du. Also der Kampf muss eigentlich kommen. Wie gesagt, die nächsten Wochen, Monate werden entscheiden, welche Lockerungen es gibt, auch bei der Einreise. Und dann sollte es die beiden Events nach dem Juli noch geben, also Glory 79 und Glory 80. Dann bin ich mir sicher, wird auch Josh Jonesy seinen Titelkampf erhalten. Ja, lassen wir uns also überraschen. Halten wir nochmal fest. 17. Juli, Ahoy, Rotterdam und in nicht weniger als 3 Gewichtsklassen werden die Champions neu ermittelt. Light Heavyweight mit Pereira gegen Vakitov 2, Wisse gegen Belgarui. Auch das, den Kampf gab es schon mal, wenn auch nicht als Titelkampf im Mittelgewicht. Pestati gegen Gashi, die ermitteln, wer demnächst dann als Champion im Leichtgewicht unterwegs ist. Und um das Ganze abzurunden im Schwergewicht, Legende Badr Hari gegen Arkadiusz Wojcik. Mehr kann der Pauschaltourist tatsächlich nicht erwarten. Also ich bin heiß für Glory 78. Ich denke mal, das ist noch eine Untertreibung, was deine Gemütslage anbelangt, oder? Definitiv. Vor allem Undercard. Guckt euch Hamisha gegen Dmitri Menschikov an. Lasst euch gesagt sein, das ist ein Geheimtipp. Also Tipp vom Fachmann, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Wir werden euch hier natürlich bei Fight24 weiter auf dem Laufenden halten, was die Entwicklung der Fightcard anbelangt. Und natürlich alle Infos gibt es zuerst bei uns. In diesem Sinne, Tobi, vielen lieben Dank für deine Expertise. Dank dir sind wir jetzt in voller Vorfreude am Start. Werden natürlich in den nächsten Wochen wieder mit dir plauschen zu verschiedenen Themen. Freue ich mich schon drauf. In diesem Sinne, liebe Grüße ins Rhein-Main-Gebiet.
Ja, viele Grüße aus dem Rhein-Main-Gebiet nach München und bis zum nächsten Mal. Ciao, Tobi. Ciao. Strike. Bei der litauischen Kickbox-Promotion King of Kings geht es derzeit Schlag auf Schlag. Am letzten Freitag gab es die gloriose Rückkehr nach Warschau und der Terminplan für dieses Kalenderjahr ist schon prall gefüllt. Da freuen wir uns bei Fight24 als Partnerplattform natürlich umso mehr. Und was da jetzt alles auf uns zukommt, das wollen wir jetzt ein bisschen näher beleuchten. Dafür haben wir uns natürlich fachkundige Verstärkung geholt, hier in unserer Rubrik King of Kings. Strike. Ja, und da sehen wir ihn auch schon, Danny Knoch. Liebe Grüße nach Hamburg. Hallo, liebe Grüße zurück aus Hamburg. Ja, vielen lieben Dank. Danny, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Letzten Freitag, Rückkehr nach Warschau mit King of Kings, war eine richtig schöne Fight Night. Wir gucken uns mal so ein paar Impressionen vom letzten Freitag an. Erzähl mal so ein bisschen, was gab's da? Ja, wir hatten da ein Schwergewicht. Wir sehen jetzt hier gerade den Volodymyr Hinzu. Das ist ein ukrainischer Kämpfer, der in Polen, in Warschau ansässig ist. Sehr starker Kämpfer. Von dem werden wir bestimmt noch viel hören in der Zukunft. Ist neu aufgetreten. Dann haben wir den Juris Orlovs aus Lettland gehabt, der einen starken Kampf gegen den Robert Rajewski, glaube ich, gemacht hatte. Den Kampf hatte Rajewski knapp in der Verlängerungsrunde gewonnen. Und im Schwergewicht haben wir einen Titelkampf gesehen. Michal Turinski, ein polnisches Urgestein etabliert, hat den Titel gewonnen im Schwergewicht und hat seinen Stand damit klar gemacht. Ist ein unangenehmer Kämpfer. Die polnischen Damen haben stark gekämpft. Die eine Polin hatte eine starke italienische Gegnerin, die hat sie nach Punkten besiegt. Also ja, es waren harte Kämpfe. War eine runde Fight Night. Wir haben es bei Fight24 ja live gezeigt, kommentiert von Tommy Punch. Wer also Lust hat, die Kämpfe stehen bei uns zur Verfügung, zur Ansicht. Unbedingt reinschauen, das lohnt sich. Wir haben es im Bildausschnitt nicht richtig erkennen können. Gab es da schon Zuschauer beim Event in Warschau? Es waren limitierte Zuschauer zulässig hauptsächlich. Also es war der Bürgermeister aus Warschau da. Es waren andere Zuschauer limitiert aus Politik und Prominenz eingeladen, die natürlich den Abstand da noch einhalten mussten. Aber es war jetzt kein Event in dem Sinne, wo freier Ticketverkauf war. Okay. Hoffen wir, dass das in Bälde wieder stattfindet. Wer jetzt schon so richtig heiß ist, muss gar nicht lange warten. Am 5.6. geht es nach Estland, nach Tallinn. Was können wir da erwarten, Danny? Estland Tallinn ist auch immer zu empfehlen. Städtetrip nach der Pandemie machen will, kann ich immer nur empfehlen. Tallinn ist eine schöne Stadt. Die Fightcards sind dort gut. Die Fight Night selbst ist perfekt organisiert, macht Spaß und in Estland gibt es auch sehr starke Kämpfer. Ja. Also 5.6. Tallinn, nächster Auftritt von King of Kings, natürlich dann auch bei uns bei Fight24 im Livestream schon mal rot im Kalender anmarkern. Aber damit noch nicht genug der Neuigkeiten, was King of Kings anbelangt, das, was so die Vögelein vom Dach gezwitschert haben, es gibt einen neuen Partner. Danny, kannst du uns da mal so ein bisschen aufs Fahrrad helfen, was es damit auf sich hat? Ja, es wurde länger verhandelt. Es ist schon seit 2020 im Gespräch, in Indien einen großen Promoter als neuen Partner zu bekommen, der sich länger schon bemüht hatte, zu sagen, er möchte KOK nach Indien holen. Indien, selbstverständlich riesiger Markt, weiß nicht, 1,6 Milliarden Einwohner. Und davon ist eigentlich relativ wenig bekannt. In Indien gibt es sehr viele Kämpfer, ähnlich wie in China. Das ist so ein Subkontinent für sich, eine kleine eigene Welt. Und die sind schon länger bei KOK halt hinterher. Und vor kurzem ist es dazu gekommen, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt ein Agreement, haben eine Vertriebsvereinbarung. Jetzt geht es darum zu planen, wann die ersten Events. Ich will jetzt nicht zu optimistisch sein, aber hoffentlich Ende des Jahres auch in Indien stattfinden. Ansonsten Beginn 2022. Ein, zwei Fight Nights für das nächste Jahr und dann halt mehr im übernächsten Jahr, weil einfach dieser Markt so riesig ist, dass da viel mehr Veranstaltungen stattfinden können.
Ja, also wer King of Kings aufmerksam verfolgt, weiß, da ist man in sehr, sehr vielen Ländern zu Gast. Ab sofort eben auch auf dem Subkontinent Indien wird sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Wir werden das hier bei Strike natürlich weiter im Auge behalten und mit dir da so ein bisschen drüber plauschen. Wenn es dann konkret wird, eine spannende Angelegenheit, ist das in jedem Fall. Wer jetzt aber sagt, man Mensch, so viel rumreisen will ich gar nicht und bis nach Indien erst recht nicht, ja. Dann jetzt bitte Kalender rausholen, Stift zücken, denn 17.07. ist das neue Datum für Kickbox-Liebhaber im deutschsprachigen Raum. Erzähl mal ein bisschen, was es damit auf sich hat. Am 17.07., das ist relativ kurzfristig, haben wir jetzt das Okay von der Hamburger Gesundheitsbehörde bekommen, dass am 17.07. in Hamburg eine Open-Air-Veranstaltung durchgeführt werden darf. Wir haben die Zulassung für 1.500 Zuschauer, die eingelassen werden dürfen. Und auf dieser Fight Night werden Boxkämpfe stattfinden, sowie auch KOK-Kämpfe. Es gibt ein Highlight, das ist der WBC-Damen-Titelkampf von der Tina Rupprecht gegen Katharina Gutierrez aus Mexiko. Ein 12-Runder. Dann wird unter anderem Cheyenne Hanson um die Junioren-WM der Damen kämpfen. Wir werden einen WKU oder zwei vielleicht, zumindest einen WKU-Titelkampf haben um die Europameisterschaft. Das wird aller Voraussicht sein, Kevin Burmeister gegen den Ale Moschin aus Polen. Dann haben wir halt diverse andere Hamburger Kämpfer. Armin Riedel, den ihr jetzt auch schon aus KOK kennt. Florian Kröger, auch ein starker Kämpfer aus dem Excite Gym. Pia Peters wird wahrscheinlich mit am Start sein. Wir suchen gerade noch eine passende Gegnerin für sie. Sowie diverse andere Kämpfer aus den anderen Gyms, die in Hamburg da sind. Da ist Hamburg immer stark und breit aufgestellt. Die Fightcard ist jetzt seit dieser Woche erst einmal im Stehen und insofern wird in den nächsten Tagen und Wochen ganz, ganz viel passieren. Aber halten wir schon mal fest, 17.07., also eine riesen Fightcard, eine Open-Air-Veranstaltung, dazu mit Boxkämpfen, Titelkämpfen, Tiny Tina endlich dann wieder mit der Gelegenheit, um ihren WBC-Titel zu kämpfen. Da muss ich sagen, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Welche Location wird es sein? Du hattest gesagt, Open-Air, 1500 Zuschauer, das ist dann nichts Kleines, ne? Nein, das wird die Trabrennbahn in Horn in Hamburg sein. Das Areal ist groß genug. Neben den Ringfights wird es auch ein WKU Mad Sports und Amateurturnier geben, was auf dem gleichen Areal stattfindet, halt aber auch schon am Morgen beginnt und nichts mit dem zu tun hat, was am Abend im Profibereich stattfindet. Ja, das heißt also, es gibt den ganzen Tag feinste Kampfsportunterhaltung, das in Hamburg, 17.07. Open-Air-Veranstaltung mit Titelfights, mit King-of-Kings-Fights, also auch was wir jetzt schon gehört haben mit Florian Kröger und Kevin Burmeister und Pia Peters, die norddeutsche Prominenz gibt sich ein, stell dich ein, ich freue mich jetzt schon. Dann an dieser Stelle, lieber Danny, vielen Dank für deine Insights, also das sind gute Neuigkeiten, freuen wir uns sehr, wir werden das ja mit Fight24 auch entsprechend begleiten, halten wir also nochmal fest. 5.6. geht es nach Tallinn in Indien. Gibt es eine neue Partnerschaft? Da bin ich auch sehr gespannt, wo es da abgeht. Und am 17.7. ein hoher Feiertag fürs deutsche Kampfsportthema. Dann sind wir in der Trabrennbahn in Hamburg und dann gibt es ordentlich Backenballett. Also vielen lieben Dank für deine Insights und wir werden uns an dieser Stelle hier auf alle Fälle in Bälde wiederhören. Strike. Tja, und das war's dann auch schon wieder an dieser Stelle von Strike, dem Zentralorgan für Backenballett und Stand-Up-Fighting. Wir hatten ein hübsches Programm, wie ich finde, haben auf Arjan Sadikovic draufgeschaut. Wir waren mit Tobi Gerold gedanklich schon mal bei Glory 78 und Danny Knoch hat uns echt den Mund wässrig gemacht mit den Neuigkeiten von King of Kings. Damit ist der Kompass frisch eingestellt für die nächste Woche im Kickbox-Bereich und verabschieden möchte ich mich auch in dieser Woche mit einem Memo an mich. Strike. Fight 24, Memo an dich. Der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi ist, der Profi hat schon geflankt. Strike.